Ja Leute, hi und herzlich willkommen nochmal zu einem News-Video hier auf meinem Kanal. Ihr könnt es ja im Hintergrund sehen, es geht nochmal bzw. wieder um Bolzen Lords of Mayhem. Ich hatte ja für euch heute Mittag schon dieses kleine News-Info-Video bereitgestellt und euch erklärt, ja, dass das aktuelle Update 1.0.11 in der Testphase ist und wenn die Testphase gut verläuft, dass wir dieses Update noch diese Woche bereitgestellt bekommen sollten. Ja Leute, was soll ich sagen? Das Update ist live, ne? Man kann es runterladen, es hat eine aktuelle Größe von 1,1 GB, also ein recht überschaubares Update. Und in diesem Patch Notes Video machen wir das wieder so, dass ich auf die wichtigsten Dinge eingehe. Die werde ich jetzt Punkt für Punkt ein bisschen abarbeiten. Und für die kompletten Patch Notes packe ich euch dann natürlich, wie gewohnt, den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann einfach nochmal komplett alles durchlesen, was euch da halt so interessiert. Denn, wie gesagt, ich gehe immer nur auf die wichtigsten Punkte ein. Und wir verlieren auch keine Zeit und fangen einfach mal an, und zwar mit den allgemeinen Änderungen. Da ist es unter anderem so, dass zum Beispiel das Nachrichtenfenster, was man im Hauptmenü unten links sehen konnte, dieses kleine Chatfenster, das ist verschwunden. Das kann man nach dem neuen Update nicht mehr sehen. Dieses wurde herausgepatcht. Und es wurden natürlich an verschiedenen Client- und Serverabstürzen gearbeitet und gefixt. Das heißt, bestenfalls sollte das Spiel jetzt nicht mehr so häufig abstürzen wie bisher. Gehen wir weiter zu den Gameplay-Änderungen. Da gibt es auch verschiedene Punkte. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel bei dem Verbrennungseffekt, den man Gegnern ja hinzugefügt hat, da wurde ein bisschen was verändert. Und bisher war es ja so, dass man quasi allen Gegnern um einen herum diesen Verbrennungseffekt zugefügt hat. Und nach dem Update ist es so, dass man nur noch 5 Zielen diesen Verbrennungseffekt zufügt. Heißt also im Prinzip ein kleiner Nerf dieser Fähigkeit bzw. Fertigkeit. Dann war es so, dass zum Beispiel von Beschwörungen ja der Gesundheitsbalken nicht richtig angezeigt wurde. Auch das wurde gefixt. Bei der Fähigkeit Finsternis ist es so, dass diese jetzt eine ganze Sekunde lang betäubt. Da kann ich euch nur nicht sagen, ob das nun eine Steigerung oder ein Nerf ist, denn ich meine, das ist eine Schurkenfertigkeit. Und ich selber, wie ihr wisst, spiele ja einen Magier. Das heißt, da kann ich euch leider nichts zu sagen, ob das nun gut oder schlecht ist. Aber wie gesagt, diese Fähigkeit Finsternis betäubt jetzt eine Sekunde. Und der Modifikator Feensturm, der sicherlich zu dieser Fähigkeit gehört, da wurde die Betäubungsdauer um 0,5 Sekunden erhöht. Also das ist natürlich sicherlich ein Buff für diese Fähigkeit. Das sollte euch eigentlich freuen. Und wir haben noch eine Änderung, und zwar wurde eine maximale Obergrenze für den Schadensbonus hinzugefügt, der durch die Anzahl der Status-Effektstabe über aktive Fähigkeiten Modifikatoren bereitgestellt wurde. Ja. Das zudem. Gehen wir weiter zu den Gegenständen. Da haben wir zum Beispiel eine wichtige Änderung, dass das glaube ich so war. Bei den Unique Items, also diesen einzigartigen Items, die man finden konnte, die waren wohl, so wie ich das jetzt rauslese, bis Level 65 begrenzt. Und nun wurden für diese ganzen Unique Items, die es gibt im Spiel, ja höhere Stufen hinzugefügt. Heißt, man sollte diese also jetzt effektiv auch über Level 65 Stufe finden können. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir noch? Bei den Gegnern gibt es auch ein paar Änderungen. Und zwar ist es so, dass bei dem unbefleckten Fanatiker und dem Fanatiker-Klon, da war es so, dass die bisher nicht gut treffbar waren mit Projektilen. Das sollte jetzt gefixt sein, dass man diese zwei Gegnertypen jetzt mit Projektilen besser treffen kann. Und wir haben eine Änderung bei dem Aurora-Ritter. Und dieser hat ja zum Beispiel diesen pazifierten Hierophanten beschworen. Und da ist es so, dass nach dem aktuellen Update-Schnitt dieser pazifierte Hierophant ein bisschen geschwächt wurde. Heißt, wenn der erscheint, hat er weniger HP und er hat auch weniger Modifikatoren. Das ist natürlich gut, denn ich weiß, ich bin schon oft mit meinem Magier gerade an diesem Gegner gestorben und begrüße natürlich diese Änderung dann sehr. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir noch auf jeden Fall ein paar Lokalisierungsgeschichten, die da angepasst und verbessert und aktualisiert worden sind. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon, leider muss man sagen, mit dem wichtigsten Ding für dieses Update durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt meine subjektive Meinung, ich mag dieses Spiel wirklich gern und ich spiele es auch noch gern. Aber ich bin von diesem Update wirklich das erste Mal richtig enttäuscht, weil wir haben jetzt 14 Tage lang fast gar nichts bekommen oder wir haben 14 Tage gar nichts bekommen. Und da habe ich eigentlich gehofft, dass dieses Update, was dann quasi jetzt die Woche erscheinen sollte, ja, einfach ein bisschen mehr zu bieten hat, als das, was da jetzt drin ist. Ich hoffe,
dass dann einfach im nächsten Update, was dann hoffentlich nächste Woche kommt, ein bisschen mehr gemacht wird. Ich werde trotz allem das Spiel natürlich weiterhin unterstützen, werde euch auch weiterhin mit Videos versorgen auf meinem Kanal hier. Aber wie gesagt, meine subjektive Meinung, ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Aber ja, man kann halt leider nichts machen. An dieser Stelle möchte ich euch ganz gerne mal daran erinnern, schaut bitte nochmal meine Videobeschreibung ganz unten. Am Ende habe ich auch noch meine Social Media Kanäle verlinkt. Also für Leute, die mir noch irgendwo folgen möchten, sprich Instagram, Twitter oder Facebook, sonst wo, könnt ihr das gern tun. Schaut einfach mal ganz unten, da sind die ganzen Links vermerkt. Ansonsten, wenn euch das Video heute gefallen hat, ihr wisst ja, bitte lasst gern für mich einen Daumen nach oben da. Auch sind natürlich gern Kommentare gesehen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr natürlich auch nichts mehr, wenn die nächsten Videos online gehen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch weiter in den Wolzen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.